in your home alone. Take a bucket or basin of room temperature water to your front door and strip naked. Put a piece of paper or a thin notepad under the bucket and lay a pen nearby. Stand in the water. Get used to being naked while standing in water at the front door. Look through the peephole. Look for a long time at the world out there. Then, look above you and at the door, the walls, and make note of something you hadn't seen before. Maybe a cobweb or a crack in the paint. Every once in a while, stretch your arms over your head. Stretch as high as you can. Stretch, stretch, stretch. Then relax in your bucket. If someone knocks or rings the bell, it's your good fortune. Look at them through the peephole while saying nothing. Maybe have a friend come over at a certain time to knock and say, "Are you naked in your bucket of water?" Don't answer. You're a poet. This isn't time for idle chit-chat. Besides that, you can warn them ahead of time that you won't be answering them. Stretch and be quiet. Step out of the bucket and sit your poet ass on the floor. Get the paper from under the bucket and whistle short, loud bursts of whistle 4 times. Then write. When you feel the need for more whistles, pause, whistle, then write some more. Im Identities Journal der Central European University beschreibt die niederländische Philosophin Iris van der Tuin die beängstigende Qualität von Zeitlichkeit angesichts der Corona-Krise. I may be very sick just a few days from now and I may have infected others while I was not having any of the known COVID-19 symptoms, schreibt sie. My body may have caught the coronavirus in the past, making my future and the bodies of those around me uncertain. Wir befinden uns in einer Gegenwart, die einen permanenten Blick auf vergangene Ereignisse einfordert, um gegenwärtiges Handeln im Sinne zukünftiger Folgen abzuwägen. Wir befinden uns in einer Gegenwart, in der genau das unmöglich ist und eine unbedachte, banale Alltagshandlung uns als Future Shock einholen kann. Dies hat Auswirkungen auf den öffentlichen Raum. Gewohnheiten unseres Alltags, die den Raum formen und schreiben, müssen nun vor dem Hintergrund ihres Ansteckungspotenzials gelesen werden. Die Nähe im Nahverkehr, die Verweildauer im Supermarkt, der Abstand auf dem Bürgersteig. All diese Sphären urbaner Fabrikation taumeln in ein nervöses Flimmern. Gewohnte Wahrnehmungen, Bewegungen oder auch Erwartungen zerfallen in Einzelteile und neuartige Abläufe müssen wir in bis dato nicht ritualisierte Handlungen überführen. Im Angesicht der Krise erleben wir, mit Lauren Berlan gesprochen, a shared atmosphere of dehabituation, enforced improvisation. Die Verschränkung dieser Multitemporality mit der Unfähigkeit, auf gängige Handlungsmuster zurückzugreifen, sorgt dafür, dass sich viele in ihrer Selbstwirksamkeit beschnitten sehen. Es birgt daher eine gewisse Ironie, dass das Virus sehr wahrscheinlich von Fledermäusen über ein derzeit unbekanntes Wildtier auf den Menschen übertragen wurde. Ermöglicht hat das der Handel mit Wildtieren auf sogenannten Fresh Markets in Asien und die Abholzung riesiger Landflächen für die Agrarindustrie, durch die zuvor eingefrorenen Krankheitserreger auf die lokale Viehzucht und schließlich auf menschliche Gemeinschaften übergreifen konnten. Die Ausbeutung der Natur fordert somit Tribut. Die Menschheitsgeschichte ist die der menschlichen Domestizierung durch die Natur und nicht umgekehrt. Der Mensch ist, so zeigt dieser Verlauf, eingebunden in Infektionskreisläufe und steht in diesem Zusammenhang zwischen Tiger und Schnabeltier. Es ist in dem Kontext nicht verwunderlich, dass die Corona-Krise an subjektiven Vorstellungen von Souveränität rüttelt und das Primat der Freiheit verschiebt. In der Krise muss mein Handeln die Sicherheit aller im Blick haben, in einer Weise, die radikal neu und unvorhersehbar ist.
Uns entgleitet damit das Privileg des Erwartbaren. Das meint, die Last der Verletzlichkeit für eine unbestimmte Dauer zu tragen. Die Bürde dieser Verletzlichkeit tragen insbesondere die gesellschaftlich Schwachen. Die Prekären, die Unterbezahlten, die ZeitarbeiterInnen schuften unter in der Krise gelockerten Arbeitszeitregelungen. Vielgepriesene humanistische Werte versanden an geschlossenen Grenzen, um diese für tatkräftige, leistungsstarke Körper wiederum zu öffnen. Und im Privaten sind es die Frauen, die einerseits ihre Arbeitszeit reduzieren und andererseits einen Batzen an unbezahlter Care-Arbeit verrichten. Die Krise verschärft also bereits vorhandene soziale Ungleichheiten, Rassismen und Diskriminierungen. Dabei, und das ist zentral, haben die Schwächeren vor der Corona-Krise ohnehin nicht an das Versprechen von Selbstbestimmung geglaubt. Mit ihrem täglichen Struggle um Sicherheit gingen immer schon Ungleichheitsempfindungen und Versagensgefühle einher. Normalzustand hieß also, dass breite gesellschaftliche Teile verschlossen blieben und sich der Wertekonsens um Gleichheit, um Gerechtigkeit oder auch Mitmenschlichkeit an Interessenlagen messen musste. Für alle anderen, die bis dato Privilegierten, entlarvt die Krise die vermeintliche Normalität als permanenten Verschleierungszustand. Für sie hielt sich bislang noch der Mythos, dass Deutschland eine Leistungsgesellschaft sei, in der diejenigen, die hart genug arbeiten, es nach oben schaffen könnten. Den AnhängerInnen dieses Mythos wird in der Krise nun der Spiegel vorgehalten. Die salonfähige Scheinheiligkeit des sogenannten guten Lebens mitsamt Fortschritt, Wachstum und dem damit einhergehenden Glücksversprechen wird brüchig und schmerzt. Nicht, weil alle gerade irgendwie suffern, sondern weil die Erfüllung dieser Versprechen jetzt für einen größeren Anteil der Bevölkerung in weitere Ferne rückt. To be in crisis, so wiederum Lauren Ballant, is not to have the privilege of the taken for granted. Es ist nicht verwunderlich, dass besonders für den sprichwörtlichen alten weißen Mann die Corona-Krise eine besondere existenzielle affektive Krise bedeutet. Es gehört fast schon zum Common Sense zu sagen, dass besonders diejenigen, die ganz selbstverständlich das eben genannte gute Leben beanspruchen, besonders extrem und im erhöhten Maße gewaltvoll auf den Verlust ihrer Souveränität und die Unterbrechung ihrer gewohnheitsmäßigen Privilegien reagieren. Bin ich auf einmal vom disziplinierten Miteinander abhängig, versuche ich das Gefühl der Kontrolle wiederzuerlangen, indem ich eben jenen Haufen dieses Miteinander on purpose provoziere. Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären, brachte beispielsweise der Grünen-Politiker Boris Palmer seine Forderung für eine weitere Lockerung der Corona-Maßnahmen auf den Punkt. Palmer, so wie viele Identitäre, Rechte oder auch Liberale, benennt eine soziale Gruppe, hier die vage umschlossene Risikogruppe, zu der beispielsweise SeniorInnen oder chronisch Kranke gehören, von der Diabetikerin hin zum Asthmatiker, deren Isolation zum moralischen Gut wird. Palmer und Co. propagieren eine Illusion von Souveränität, nach der das Risiko immer die anderen sind. Und es ist eine Illusion, die diskriminierte Gruppen, wie beispielsweise die queere Community, jetzt besonders trifft. Eine Strategie, die Kontrolle über diese grenzenlose Gegenwart wiederzugewinnen, ist es, Social Distancing beispielsweise auf die nötigen Kontakte zu beschränken. Das meint, politisch gesehen, zumeist die Kernfamilie. Geschichtlich war es ein großer Schritt, dass sich der Staat von der Beurteilung und Sanktionierung privater Beziehungen zurückgezogen hat. Umso hilfloser und radikaler nun ist es, soziale Beziehungen zu reglementieren. Was ist für queere Menschen die Kernfamilie? Oft eben nicht genau die Herkunftsfamilie. Queere Menschen leben öfter allein. Dürfen wir uns noch eine Person aussuchen, mit der wir Sex haben, wenn wir mit dieser, was die Regel ist, nicht in einem Haushalt leben? Queer speist sich aus radikaler Nähe, Besorgtheit, empathischer Anteilnahme und einer Gemeinschaft außerhalb traditioneller Familienstrukturen. Auch queere Jugendliche, vor allem wenn sie bei ihren Eltern oder in Einrichtungen leben, sind jetzt noch häufiger von Isolation, Depression und häuslicher Gewalt bedroht. Es ist kein Geheimnis, dass Safe Spaces elementare Rückzugs- und Schutzorte sowie Anerkennungsräume sind.
Umso dramatischer ist es, wenn der Zugang zum diskreten Schutzraum versiegt oder aber auch regelmäßige therapeutische Maßnahmen ausgesetzt werden müssen. Der geforderte Rückzug in klassisch private Strukturen wirft die Frage auf, wie wir eine Gemeinschaft bleiben können, wenn wir uns gerade voneinander, zumindest physisch, eher fernhalten sollten. Neben der notwendigen Einschränkung des öffentlichen Lebens gedeiht zurzeit auch der Versuch, die öffentliche Körperlichkeit auf Dauer zu reglementieren. Dabei geht es in den Beispielen, die folgen, nicht weniger als um eine legalisierte Stigmatisierung von Minderheitenkörpern. Queere Sexualität geht ohnehin schon viel mit der Angst darüber einher, wie der eigene Körper mit anderen Körpern agieren darf oder soll. Die Bewegung im öffentlichen Raum bedeutet für viele häufig ein Workout und die Angst, sich im Genre vertan zu haben. Sich überhaupt dafür zu entscheiden, sich zu bewegen, rauszugehen, auf andere Menschen zu treffen, schließt also immer ein, darüber nachzudenken, welches Genre im jeweiligen Raum gerade erwünscht ist, um sich so mit notwendigen Accessoires gegen eine mögliche Shame Culture, gegen Diskriminierung und Gewalt auszustatten. Ungarns Präsident Viktor Orban, der seit der Corona-Krise per Dekret regiert, hat nun einen transfeindlichen Gesetzesentwurf vorgelegt, der vorsieht, dass auf amtlichen Dokumenten nur noch das quote-unquote Geschlecht bei Geburt vermerkt werden darf. Dieses Beispiel zeigt wie und markiert das Ende der rechtlichen Anerkennung von Transpersonen in Ungarn. Der Chef der türkischen Religionsbehörde Diyanet, Ali Erbaş, hat in seiner Predigt Homosexualität für den Coronavirus-Ausbruch mitverantwortlich gemacht. Der Islam, so Erbaş, verdammt Homosexualität. Ihr Sinn ist es, Krankheiten zu verbreiten und Generationen verfaulen zu lassen. Hetze kaschiert immer die eigene Unzulänglichkeit. Wenn sich schon der Virus dem Willen des Menschen nicht fügen kann, so gehört der Sündenbock des Homosexuellen ebenso zum Tischbesteck wie die Verschwörungstheorie, dass die Corona-Krise Gottes Strafe sei für, ich zitiere, Gottes Strafe sei für die LGBTQI-Community und ihre erniedrigten Leidenschaften, so der evangelikale Prediger Ralph Drollinger in einer seiner Online-Bibelstunden. Diese Statements befeuern all diejenigen, die bereit wären, ihren Hass öffentlich auszubreiten. Wie bringen wir Heterosexuelle dazu, ihre zahlreichen Formen der Gewalt gegen Minderheiten weniger zu vergessen? So viel steht auf dem Spiel. Nicht im Paradies der beständig eingerichteten Communities, manchmal gated, manchmal einfach nur exclusive. Die Beständigkeit des Queeren liegt hingegen darin, sich nie zu verwirklichen, nie auszuerzählen, sich also nie von der Verschleierung des vermeintlich guten Lebens sedieren zu lassen. Queer ist Widerstandskraft, Allianzen sind Herzschlag. Es ist jedoch fraglich, inwiefern jetzt queere Lebensadern, wie beispielsweise Magazine, Bars, Cafés, Clubs, die Krisen überstehen werden. Aus dem sowieso schon dauerhaften Kampf, queere Orte überhaupt zu verwirklichen, erwächst die gefährliche Einsicht, dass queerfreundliche Politik nie mehr als ein Lippenbekenntnis war. Systemrelevant ist queeres Leben gerade nicht. Fest steht demgegenüber aber auch, queere Geschichte war immer auch Krisengeschichte, ein gemeinsam geführter Kampf für unser Leben. Aktuell werden wir mit dem Gebot konfrontiert, den öffentlichen Raum als traditionelles Zentrum unseres Widerstands neu zu denken. Gleichzeitig gibt es die Herausforderung, im Hier und Jetzt politisch zu agieren und gleichzeitig permanent zwischen Vergangenem und den potenziellen Folgen unserer Handlungen abzuwägen. Es ist daher umso wichtiger, neue alte Formen queerer Souveränität und radikale Praktiken des Sich-Widersetzens zu erproben. Entwickelt wurden viele dieser solidarischen Praktiken und Strategien zur Zeit der AIDS-Krise. Sie ermöglichte es queeren Menschen, in einer unmöglichen, aber nicht mehr unbewohnbaren Situation zu überdauern, so wiederum Lauren Berland. Eine Überlieferin dieser Praktiken und Strategien sind C.A. Conrad. Der die amerikanische Dichterin und Autorin haben die AIDS-Krise der 80er und 90er als eine Zeit erlebt, aus der es keinen Ausweg gab. Filled with angry rants about Reagan and dying friends.
als eine Zeit, in der sie auf Liebe und Zuneigung bestanden. Otherwise, we would have collapsed under our nation's existential fist. Conrads damaliger Partner starb an AIDS, genauso wie unzählige FreundInnen. Dazu kam die Angst, sich selbst angesteckt zu haben. There was still no doubt in my mind I would be dead before 1990, so Conrad selbst. Anfang der 80er und bis zur Mitte der 90er wandelte sich HIV unweigerlich zu AIDS. Die allermeisten Menschen starben innerhalb weniger Jahre. Aber unter Präsident Reagan wurde die AIDS-Krise fast vollständig ignoriert. Das gipfelte in der berüchtigten Antwort von Reagans Pressesekretär Larry Speaks auf die Frage eines Reporters, warum nichts unternommen wurde, in der Gegenfrage dieses Pressesekretärs: Ich habe es nicht, du etwa. The specter of homophobia was never far, schreiben Conrad. And some days my fear of this disease suspended itself above my every desire until it filled me with inertia. Auf diese Erfahrungen, aber auch auf ihren Working-Class-Background reagierend, haben C.A. Conrad begonnen, Somatic Poetry Rituals in ihren Büchern oder einfließen zu lassen. Somatic Poetry Rituals sind sinnliche, chaotische und erotische Körperpraktiken, um Menschen zu helfen, sich der extremen Gegenwart mit ökologischer Sensibilität und Ehrfurcht vor dieser Natur zu verankern. Die Rituale zielen darauf, aus Routine oder auch Standardmodi zu entfliehen und in seinen Körper, in seinen eigenen Körper zurückzufinden. Für Conrad ein politischer Akt, mit dem wir uns ermutigen können, kreativ zu sein und zugleich Widerstand zu praktizieren. My somatic poetry rituals are designed to locate myself inside an extreme present as a way of resisting these techniques, learned from my family, of living life, being depressed about the past or anxious about the future, so Conrad. To anchor myself in the present, my body is essential to persist in feeling the time I'm living while writing. Each ritual is a choice to be and remain present. Conrads Rituale ermöglichen es uns also, die Gegenwart zu erobern und die radikale Hingabe, die wir füreinander und für unseren Kampf haben, im Geiste unserer VorkämpferInnen poetisch, wachsam, klug und unerschrocken leise in die Welt zu tragen. Der Kampf füreinander fängt vor und an der eigenen Haustür an. Es liegt an uns, ihn zu kämpfen.